herzlich willkommen bei Tarotzeit. Mein Name ist Heidi und ich freue mich sehr, dass du hier bist für die Legung für die kommende Woche. Wir haben den Neumond im Wassermann am Samstag und die Neumonde sind ja die dunkelste Phase der Mondphasen. Ja, das bedeutet, ab dann wird es heller und heller. Das heißt, die Energie nimmt zu. Eine Einladung zu schauen, in welchen Bereichen oder in welchem Bereich du da gerne mehr davon hättest. Weil die Wassermänner sind im Luftzeichen die Träger des Wassers, die Träger der neuen Ideen, der neuen Impulse. Und da kommt auch schon gleich hier unsere Mondkarte ins Spiel, die sagt, open up to change. Öffne dich für die Veränderung. Ja, und nicht immer freuen wir uns über Veränderung. Ja, aber ja, weil wir ja uns vorbereiten können, fokussier doch mal. Wo möchtest du Veränderung? Was fühlt sich eng an? Wo braucht es eine frische Brise, neue Impulse, neue Ideen? Dann kannst du da schon vorab dich drauf einrichten, innerlich, für den Change, der kommt. Und gleichzeitig, hier habe ich der Osho-Tarot, ich von ganz lieben Menschen geschenkt bekommen, ein abgespacedes Tarot-Set, das uns jetzt gleich mit neuen Impulsen versorgen wird. Ich freue mich drauf. Dir viel Spaß und auf in die neue Woche. Ja, auf in die neue Woche. Ich hatte ja schon ausführlich im Intro dazu alles gesagt. Wir nehmen den Impuls natürlich rein. Open up to change. Öffne dich für die Veränderung. Ja, einladend, ne? Mit den Blumen, blühenden Blumenstrauch hier. Und natürlich fragen wir gleich die Tarotkarten, was sich hier zeigt und wo es hingeht und ja, was einfach für uns möglich ist oder worauf wir achten dürfen. Okay, was zeigt sich hier? Oh, da haben wir gleich die innere Stimme, die High Priestess, ne? Die große Arkana. Sehr, sehr schön. Erste große Arkana jetzt schon heute auf dem Tisch für die Woche. Das heißt, hier die Verbindung mit der inneren Stimme. Hör auf die innere Stimme, achte auf deine Intuition, schließ vielleicht auch die Augen vor dem Offensichtlichen. Das ist eine ganz große Qualität und eine große Stärke und eine große Kraft, mit der du dich verbinden kannst, besonders wenn es um Wandel geht. Weil der Neumond lädt ja ein, etwas neu zu beginnen. Ja, es ist ja zu Ende, es ist ja ganz dunkel und dann beginnt das Licht mehr und mehr zu werden. Also hier steht hier die Verbindung mit der inneren Stimme an, mit der Hohepriesterin, innere Weisheit, Führung, göttliche Führung, auf die Impulse hören. Ja, und wir gucken oder fragen, was darfst du loslassen oder was geht jetzt schon? Ne? Was geht, was darfst du loslassen? Woraus darfst du dich lösen? Und da haben wir die Gemächlichkeit, das ist sehr schön. Die Gemächlichkeit ist der Ritter der Münzen. Und die Ritter stehen auch für Stimmungen. Ja, das muss keine Person sein. Für mich jetzt gerade hier dieses langsam, also die Münzen sind ja die irdische Welt, alles was du anfassen kannst, da scheint etwas sehr langsam vorangegangen zu sein, in einem Tempo, das vielleicht, weiß ich nicht, sehen wir dann auch vielleicht, was noch kommt im Gesamtbild, was vielleicht keine Chance hatte, was für Veränderung, ne? Weil das einfach so schleppend war. Ja, das war eher schleppend. Und da die Einladung eben, das jetzt gehen zu lassen, oder das geht sowieso, diese Schwere aus der Situation. Und das ist, die Münzen sind eine weltliche Situation. Das ist nichts, was du dir jetzt denkst oder was du fühlst. Das ist tatsächlich in dieser Welt. Und dann mehr jetzt mal so mit der inneren Verbindung starke Schritte machst. Die großen Arkana im Vergleich zu den kleinen laden ja ein, große tiefere, emotional tiefere oder auch in Gedanken, also vom Bewusstsein tiefere Erkenntnisse
Entscheidungen, Wahrnehmung zu haben, um eben weiterzugehen. Und bist du mit der Hohepriesterin im Inneren verbunden, wenn du spürst, ja, diese eher passivere Energie, aber passiv ist nicht negativ, ne? Passiv heißt nicht nichts tun. Eher so dieses, was hochkommt, ankommen lassen, spüren, wahrnehmen, diese Energie eintauchst, dann werden auch ganz andere Chancen für dich jetzt zur Verfügung stehen. Und wenn du das gelernt hast, dann weißt du künftig immer, dass diese Stimme ist immer in dir. Das ist aber deine Entscheidung, ob drauf hörst oder nicht. Was ziehst du an? Oh, lass uns mal schauen, was jetzt ins Feld kommt. Ich bin sehr gespannt. Was ziehst du an? Da ist sie. Ups. Oh, der Kompromiss, den ziehst du an. Die 6 der Münzen. Okay. Vielleicht was ganz Neues für dich. Auch hier, ne, zweimal die Münzen auf dem Tisch. Geht um irdige Themen. Definitiv. Geht um irdige Themen. Also alles, was du anfassen kannst. In der Partnerschaft vielleicht. Hausbau oder die Entscheidung, sich tiefer zu verbinden, also auch Eheschließung oder zusammenzuziehen. Hör auf die innere Stimme, wenn du deinen Kompromiss gehst. Also da ist ein Kompromiss möglich, was vielleicht ein Wandel ist, was vielleicht vorher nie möglich war. Oh wow, ne? Scheint auf jeden Fall so im Moment jetzt sich zu zeigen, dass das ausgeglichener Kompromiss ist. Also hier auf der Karte ist jetzt keiner, der stärker oder der schwächer ist. Aber ich weiß nicht, ne? Die gucken jetzt nicht so fröhlich, ob das eine gute Idee ist. Okay. War alles vielleicht davor sehr zäh? Hör auf die innere Stimme. Wahrscheinlich wartet ein Kompromiss. Aber gut, das ist jetzt nichts Unharmonisches. Hier ist nur der Gesichtsausdruck. Vielleicht geht es auch nur darum, dass der Kompromiss an sich gut ist, weil die Körperhaltung und alles steht mit festen Beinen auf der Erde. Man hält noch so an seinen Ideen fest, weil die halten noch an den Schwertern hier so fest. Aber hier die kleinen Finger berühren sich. Also so ein kleiner Punkt der Annäherung, der möglich ist. Aber vielleicht ist die Unzufriedenheit nur darüber, dass man eben nicht seine eigenen Gedanken vollumfänglich durchsetzen konnte. Also seine eigenen Willen durchsetzen konnte. Füll mal rein. Ja, weil dann guck auf jeden Fall, was... Na, wenn sich's gar nicht gut anfühlt, der Kompromiss, na, dann du hast immer die Wahl. Du musst diesen Kompromiss nicht eingehen. Das ist ja nur die Möglichkeit, das zu wählen. Könnte aber sein, dass du es vielleicht falsch bewertest. Also auch das wäre ein Hinweis hier mit den Karten. Was unterstützt dich jetzt in dieser Woche? Vielleicht auch genau bei diesem Thema. Was unterstützt dich da? Die Gewöhnlichkeit, die 8 der Münzen, das sind die nächsten Münzen. Oh wow. Hier steht Gewöhnlichkeit, aber ich hatte ja schon gesagt, dieses 8 der Münzen steht auch so für Hingabe. Und ich sehe auf dem Bild, ne, sie läuft hier in so einer Verbundenheit mit dem, was ihr zur Verfügung steht, also mit der Ernte ihrer Tat, mit dem, was sie getan hat, was sie gelernt hat, geht sie hier im Körbchen ihren Weg. Da ist Verbundenheit da, da geht's, hatte ich ja schon davor gesagt in den Karten. Da waren die 8 Münzen ja davor, ne, in der Wochenlegung. Da
es da um Wertschätzung geht oder ja, um den eigenen Wert sehen. Geht auch um Hingabe. Also guck mal, was sich hier unterstützt. Es ist ein Gefühl, was. Also es ist zwar die Münzen in der physischen Welt. Welchen Wert, wenn es gerade jetzt um den Kompromiss geht oder auch um das Rausgehen aus dieser zähen Situation und auf das Öffnen der Veränderung, wird dich unterstützen, dass das, was du an vielleicht auch gewohnt bist zu tun, weil hier Gewöhnlichkeit steht, dass es etwas Gewöhnliches ist, was dich unterstützt. Vielleicht ein Ritual, was du täglich tust oder was dich erdet. Die Verbindung vielleicht auch in der Natur, dieses Erdige, dieses ja, Rausgehen, aber auch das, was du mit vollem Herzen vertrittst, ne? Wo du dich hingibst, wo du dich reingibst, wo du Hingabe spürst und Wertschätzung. Könnte auch sein, dass von außen Wertschätzung kommt. Das sehe ich jetzt, kommt jetzt so rein, noch als starker Impuls, dass es einen Menschen gibt oder mehrere, vielleicht auch Kollegen im Arbeitsfeld, aber auch der Partner, der dich sehr wertschätzt und deshalb überhaupt dieser Kompromiss jetzt möglich ist. Und auch unterstützt, wenn du in diesem Prozess bist, dass du weißt, was du wert bist. Kommt auch noch. Schau, was für dich da jetzt gut passt. Was ist verborgen, verdeckt? Okay, wir haben die nächsten Münzen. Das scheint eine sehr erdige Woche zu sein, mit sehr viel Themen aus der physischen Welt. Ja, das ist, sag ich mal, von Augenblick zu Augenblick. Die Münzen mögen es nicht so gerne, wenn die 2 kommt. Ne? Das ist so ein, bringt so ein, wenn man die Wahl hat, ein Ungleichgewicht. Die Münzen mögen das doch, wenn es ganz stabil ist. Also hier ist im Verborgenen noch eine Möglichkeit. Also vielleicht gibt es 2 Möglichkeiten, zwischen denen du wählen kannst. Ja, oder du balancierst schon zwischen 2 Möglichkeiten, dir ist es aber noch gar nicht bewusst, was natürlich auch der Kompromiss hier andeutet, den du gehen kannst. Es könnte auch das Gefühl von Unsicherheit sein, wo du nicht dir darüber im Klaren bist, ne? Weil es bringt so eine Instabilität rein, so und soll ich oder soll ich nicht, ja, soll ich links, soll ich rechts, soll ich das oder tun oder lassen. Das ist im Verborgenen, das ist unbewusst. Ne? Ja, lass mal so stehen. Du weißt, was ich meine. Ja, das so oder so. Also, nur die Münzen auf dem Tisch. Nur die irdische Welt. Plus hier die Hohepriesterin als einzige Karte mit der 2, mit der Ziffer, die innere Stimme auf dich hören, eintauchen. In deine Intuition. Gut, dann gibt es auf jeden Fall hier die Frage an Führungsmöglichkeiten durch diese Woche, was dich begleitet, führt, inspiriert oder was dir einfach hilft. Oh, Einhorn, Wahrhaftigkeit. Der goldene Segenstrom und die göttliche Gnade werden dir zuteil. Reinigung und Umwandlung stehen an. Vielleicht hilft es dir, dass es sowieso im Feld ist und ansteht, dass du es weißt. Bleib auf jeden Fall wahrhaftig. Bleib mit dir verbunden. Ja, dann kann im Außen sich eben dieser Wandel zeigen. Und es sieht ja so aus, als würde dich die Welt sehr damit unterstützen. Ne? Ja, dass du das wahrnimmst oder dass du daran glaubst, dass du dir den Raum in dir aufmachst dafür. Okay, und dann nehmen wir doch noch gerne hier eine weitere Führungskarte für diese Woche hier. Du bist die Veränderung. Veränderung geschieht, sobald du dich veränderst.
Ändere deine Überzeugung, dein Denken und Fühlen und du wirst sehen, wie sich deine Welt vor deinen Augen verändert. Ja, sagt man ja auch, ne? Wenn du möchtest, dass sich im Außen etwas verändert, dann beginne bei dir. Also die Vorstellung, dass wir den anderen verändern können, das kannst du gleich loslassen. Das ist nicht möglich. Ja, wenn du unzufrieden bist mit einer Situation, wenn das zu zäh ist hier, dann sei die Veränderung, die du dir wünschst. Und es steht, das Zeichen steht für Veränderung, der Wassermann, der Wasserträger, der ja die neuen Ideen bringt, die neuen Impulse bringt. Also es ist ja mit dem Neumond möglich und steht im Raum. Es steht dir offen, dich dafür zu entscheiden. Ja, und auch hier, du hast die Wahl, da ist Veränderung da. Vielleicht ist es Zeit, das Zeh loszulassen und vielleicht erstmal einen Kompromiss einzuleiten, wenn der dich nicht, also wenn es nur Ego ist, ja, dann ist gut. Aber schau auch gut, dass du gewertschätzt wirst, auch mit diesem Kompromiss, ja. Und hör auf die innere Stimme. Steh zu dir, sei wahrhaftig und weil wisse, dass du die Veränderung bist, dass du alles, was du jetzt nicht mehr möchtest, verändern kannst. Die Zeit wird auch da dich unterstützen. Okay, da super Woche, sehr viel Chancen. Vielleicht ein bisschen erdiger jetzt diese Woche als sonst, was aber nicht schlimm ist, weil es ist einfach ein bisschen langsamer alles. Darf ja auch sein zu dieser Jahreszeit, nicht wahr? Genau. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Alles Gute hierfür. Du schaffst das. Ich weiß es. Steht ja in den Karten. Ich danke dir auch sehr und ich sage bis ganz bald. Namaste.